So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Risen. Ja, im letzten Part waren wir immer noch im Vulkan und das wird auch wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Und ja, ich habe verzweifelt versucht zu finden, wo es weitergeht und ja, was soll ich sagen, es hat sich inzwischen geklärt. Ich habe es offscreen alleine nicht rausgefunden. Bis ich dann den Herrn Titan zu Hilfe gezogen habe und nur dank seiner Hilfe, des allwissenden Herrn Titan, habe ich herausgefunden, wie es weitergeht. Ja, also bedankt euch alle beim Herrn Titan, spammt seinen Kanal zu, spammt seine Videos voll, bedankt ihm, schreibt unter seinen Videos, danke Herr Titan, was auch immer. Er hat es nämlich geschafft, mein Problem zu lösen. Und zwar habe ich nämlich alles gemacht im letzten Part, es war schon alles richtig so, was ich gemacht habe. Nur hat sich irgendwas aufgehängt und hat beim Inquisitor da hinten irgendwas nicht getriggert. Denn normalerweise, wenn man die Tür hier aufmacht, rennt er da rinder und sagt, hey, ich schaue mich hier weiter um und das müssten wir dann auch machen und dann geht's weiter. Und wie habe ich es letztlich gelöst? Ich habe ihn attackiert. Er hat mich bis da hinten verfolgt. Dann hat er mich umgehauen, dann habe ich ihn nochmal angesprochen, dann ging es weiter. Ja, toll, ne? Ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach mal weiter. Wie gesagt, vielen Dank an den Herrn Titan. Oder ihn hätte ich das alles nochmal spielen müssen. Das wäre blöd. So, hi. Vielleicht gibt es wieder einen Weg, die Brücke zu öffnen. Das will ich hoffen. Du wirst ihn finden. Wir anderen werden hier alles durchsuchen und die letzten Echsen töten. Ich hoffe, du hast einen Weg gefunden, die Zugbrücke zu öffnen. Nein, aber ich habe eine Karte aller Höhlen. Lass mal sehen. Das Tor kann man nur von innen öffnen. Wir müssen uns durch die Wand hacken. Hier hast du die Karte wieder. Komm mit. Ja, genau. Und das hat sich nämlich nicht getriggert, diese Quest hier. Und ohne diese Quest geht es nicht weiter. Dumm einfach nur. Einfach nur dumm. Naja. Ich habe es jetzt zum Glück gelöst bekommen. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, was der Inquisitor vorhat. Hier hören wir die ganze Zeit noch Monster da auf der linken Seite und da geht es bestimmt weiter. Aber warten wir es erstmal ab. So, da unten, ja, da war eine Sackgasse. Das ist vollkommen richtig. Hier ist es. Durch diese Wand müssen wir durch. Das sieht nach einer Menge Arbeit aus. Vince wird sich darum kümmern. Geh zu ihm. Er soll die Wand hier einschlagen. Für dich habe ich eine andere Aufgabe. Was hast du mit mir vor? Geh und sag Vince, er soll diese Wand einreißen. Wir beide kümmern uns um die weiteren Geheimnisse dieser Festung. Okay. Warum sagst du es nicht deinen eigenen Leuten selbst? Warum muss ich das machen? Bin ich jetzt der Chef? Bin ich jetzt Chef? Finde ich gut. So, der Vince soll also die Wand einreißen, okay? Okay, na dann. Wo ist denn der Kollege? Stehst du hier irgendwo rum? Ich denke ja mal schon. Du bist Kommandant, Ordenskrieger. Kato, Ordenskrieger, Ordenskrieger. Vince! Du sollst zum Inquisitor kommen. Zu Befehl! Nimm deine Spitzhacke mit. Was ist los? Wir müssen eine Wand einschlagen, um in die Krypta zu kommen. Beeil dich, der Inquisitor wartet auf dich. Ich mache mich direkt auf den Weg. Na dann, mach mal ein bisschen Tempo hier, hallo. Nicht so lahm. Also, ernsthaft jetzt? Gut. So, dann schauen wir doch mal, was der Inquisitor von uns will. Bin ja sehr gespannt. Wo ist denn der jetzt eigentlich hin, der Inquisitor? Wo ist der jetzt hin? Ach, da steht er rum. Okay. Hi. Vince wird sich um die Wand kümmern. Gut. Was für eine Aufgabe hast du für mich? Komm mit, ich zeige es dir. Ja, dann los, mach mal. Übrigens mal die 6, weil... Ne? Gründen. So. Hier, siehst du diese Tür? Willst du die etwa auch einschlagen? Nein, aber... Ich habe hier diese Büste gefunden. Wusste ich's doch. Ich vermute, dass sie uns helfen wird, die Tür zu öffnen.
Stell sie auf den Altar und mach dich bereit. Ich wusste's doch, alte Büste. Aha. Okay. Alte Büste. Hi! Na? Bamstep, 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 Bam! Wow. So, dann fröhlich looten, ne? Ist ja klar. Gebt mir all euer Zeug. Ihr habt keine Schwerter mehr hier liegen. Das kann doch. Ah, wusste ich's doch. Ich nehme übrigens mal die Null, weil ich sehe fast nichts. Und er bettelt sich schon wieder. Lass meine Erfahrung in Ruhe. Scheiße. Was? Hier gibt es noch mehr Wissen über diese Anlage. Bevor wir in die Krypta vorstoßen, müssen wir so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Aha, und da ist wahrscheinlich die letzte Schriftsäule, die wir haben wollten. Da fehlt, glaube ich, nämlich nur noch eine. Ich bin Ursigor, Herrscher über die Titanen, und dies ist mein Befehl. Niemand soll die Macht haben, die Titanen zu unterwerfen. Meine Diener sollen seine... Nein, das heißt meine, oder? Oh Mist, die letzten Sätze sind unleserlich. Hier komme ich nicht weiter. Hast du alles gelesen? Ja, aber ich konnte nicht alles entziffern. Dann müssen wir wohl in die Krypta, um herauszufinden, was da steht. Lass uns zu Vince gehen. Ich könnte jetzt natürlich auch zum Druiden, zum Eldrick zurück. Mache ich das gleich? Ist da was, Leute? Das mache ich gleich. Und vorher gehe ich auch nochmal in die Banditenstadt. Nein, in die Hafenstadt. Weil ich wollte mir noch ein paar Gewürzbeule holen. Natürlich, wir sind in einem neuen Kapitel, ne? Da hole ich mir natürlich Gewürzbeule. Ist ja klar. Der Inquisitor kann warten. Der hat Zeit. Ja. Dam, dam, dam. So, gib mir meine Gewürzbeule, bitte. Fände ich ganz toll von euch. Hi. Einer da? Was hast du hier zu suchen? So, Gewürzbeutel bitte. 3 Stück. Vielen Dank. Für die Blumen. Und tschüss. Hast du gleich wieder Gewürzbeutel? Nö. Okay. So, jetzt möchte ich, zum Eldrick. Mich mal die Quest, aber ich glaube, die hatte ich noch nie abgegeben, oder? Das wird jetzt quasi Neuland für mich. Hashtag Neuland. Diese Quest habe ich, glaube ich, noch niemals abgeschlossen, weil ich habe noch niemals alle Schriftsäulen gelesen, wenn ich ehrlich bin. Mal sehen, was wir hier bekommen. Oder machen, oder was auch immer. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was ich bei der Quest bekomme. Aufregend. So, Eldrick. Dann sag mal an. Mach mal ein bisschen Licht. Hier ist es dunkel. So. Im Vulkan gibt es eine Festungsanlage der Echsen. Ist das alles? Nur eine Festung? Eine Festung ist kein Grund, ein solch mächtiges Tor zu erschaffen und den Eingang zu verschließen. Habt ihr schon die gesamte Festung durchsucht? Nein, wir sind noch dabei. Gut, halte Augen und Ohren offen. Ich bin mir sicher, dort gibt es mehr als nur eine Festung. Gib auf dich Acht. Was, das war jetzt alles? Das war jetzt alles? Okay. Okay, das war jetzt alles? Oh, wow. Oh, wow. Das hat... Ja, hat sich bestimmt gelohnt. Haha. Ey, what the fuck? Ist zum Geier. Warum genau sollte ich diese Quest machen? Ist ja vollkommen unnötig, dieser Scheiß hier. Ist sowas. So, dann halt wieder zurück. Es
sowas Blödes, jetzt mal ehrlich. Das ist ja vollkommen unnötig. Na gut, dann schauen wir doch mal, ob der Wind inzwischen die Wand eingerissen hat. Ich mache mir einen Stress mit dieser Quest und da bringt die überhaupt nichts. Schön. Oh, du warst fleißig, ja? Wie sieht's aus? Hoffnungslos. Mehr als dieses kleine Loch ist nicht drin. Die Wand ist einfach zu massiv. Was sollen wir machen? Du wirst gehen. Du musst durch dieses Loch und uns die Zugbrücke öffnen. Ich werde die Leute vor dem Tor versammeln. Was hat er vor? Was? Wie jetzt? Hä? Dann geh mal. Really? Also manchmal ist das Spiel wirklich random. Also, das war jetzt wieder so ein Moment. Hä? Ja, wenn man jetzt noch nie im Spiel eine Nautilus-Rolle eingesetzt hat, wird man sich jetzt auch denken, ja, was muss ich denn jetzt machen? Naja, egal. So, was haben wir denn hier? Schauen wir doch mal. Bester Volk Krypta erreicht. Smaragd. Steinplatte. Und sonst? Hier erstmal nichts. Aha. Aha. Aha, Freunde. Freunde. Was habe ich? Boom. Bam-Step. Nice. Hexenkrieger. Und wo ist dein Schwert hingeflogen? Ach, da. So, also ich bin hier durchgekommen. Okay, dann gehe ich erstmal nach rechts, würde ich sagen. Erwartet ganz viel Spaß auf uns. Ich sehe das schon. Na gut. Wen haben wir denn? Geht's denn hier hin? Erstmal. Oh. Hexenkrieger. Hi. Na, was geht bei dir? Bam-Step. Au. Au! Lass den Shit! Wow, hat er mich jetzt... Wow. Das hat wehgetan. Gib mir dein Schwert, ey. Soll ich nehmen mal die 5? Weil ich so viel Schaden gefressen habe und die 3 gleich hinterher. So. Alter. Das war unschön. Bin ich denn hier eigentlich jetzt? Keinen Plan, ey. Keinen Plan habe ich. War ich hier schon jemals? Das kommt mir so unbekannt wie vor alles. Hier gibt es auf jeden Fall wieder Echsen. Das kann nicht falsch sein. Oh mein Gott. Eieieiei. Priester sind böse. Sollst dich auf die Wand hauen. Yes. Bam. Au. Lass den Shit. Meine Güte, ey. So, Echsenschwert. Ganz viele davon. Und Echsenpriester. Alter. Ah, was? Wo kommt ihr her? Zack. Aua. Böse. Au. Hört ihr jetzt auf damit? Eieieiei. Shit. Oh, hoffentlich bitte. Bitte funktioniert der Laden. Oh, lad halt noch langsamer. Wie wär's denn? Na, wo kommen denn die auf einmal her? Wow, diese Ladegeschwindigkeit ist mal wieder grandios. Oh, es hat funktioniert. Oh, nee. Aua. Nein! Alter, es reicht. Oh, fuck. Alter, wo kommt die ganze Echse her? Es reicht's hier langsam. Torwächter. Und ein toter Krieger? Was ist hier los?
Scheiß, mach keinen Scheiß. Halt, bitte. Nein. Nein! Oh! Ach nee. Shit, ey. Wo bin ich hier hingeraten? Alter. Ich war in Ruhe hier. Weiß nicht, soll ich angreifen oder soll ich abhauen? Zack. Ich trau mich nicht. Trau mich nicht. Zack, 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 zack. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Nein. Oh, der ist doch fast geschafft. Alter, was ist hier los? Wo bin ich hier? Was? Bäh. Oh, Friends, ne? Was ist hier los? Alter. Ah, oh, Mann, ey, du nervst, du Ekelhafter. Sterbigt. Alter. Die safe. Bin ich hier? Alter, nee. Nee, was ist hier los? Jetzt brauche ich schon zwei Essen, um mich vollkommen zu heilen. Alter, was... Fuck. Ich werde nicht mehr. Was haben wir denn hier? Ein Amulett. Leute, wisst ihr was? Ich beende an dieser Stelle den heutigen Band. Das war's mal wieder für heute. Und ja, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute.